Vielen Dank für die Reinigung. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie das so ist, wenn wir in der rot-grün-roten Koalition einig sind, dann werde ich einige Passagen werden sich ähneln zwischen der Kollegin Birgit Pfeiffer und mir. Diese wird es aber nicht tun. Ich habe mir nämlich überlegt, ich steige mal ein bisschen persönlich ein. Ich bin in der Hausmeisterwohnung eines Altenheims aufgewachsen und meine Mutter war Altenpflegerin, wird sich selber den Eigenanteil für ein Pflegeheim nicht wird leisten können von der Rente, die sie als Altenpflegerin jetzt bekommt. Ich weiß deswegen, wie psychisch und körperlich anstrengend, stressig und fordernd der Pflegeberuf ist. Ich weiß auch, wie einsam und teilweise sogar vernachlässigt nicht wenige ältere Menschen im Pflegeheim sind, deren Kinder weit weg wohnen oder die sich nicht um ihre Eltern kümmern. Deswegen möchte ich einmal einsteigen mit zwei ganz grundsätzlichen Aussagen. Gute Pflege ist eine Grundbedingung für ein Altern in Würde. Und für mich ist es kaum etwas schwerer zu ertragen als ein unwürdiger Umgang mit Pflegebedürftigen, die ein langes und häufig schweres Leben hinter sich haben. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir gleich bei des Pudels Kern. Denn es ist nun mal so, das haben auch die Antworten auf unsere große Anfrage gezeigt, dass die privat betriebenen Alten- und Pflegeheime bisher durchschnittlich sehr viel häufiger mit Mängeln aufgefallen sind. Was wir bereits lange vermutet haben, belegt der Senat in den Antworten auf unsere Anfrage nun schwarz auf weiß. Die Kommerzialisierung im Pflegesektor ist ein strukturelles Problem. Auch ich möchte eins vorweg schicken, nicht jedes privat betriebene Heim bietet schlechte Bedingungen und ebenso gibt es auch Mängel in gemeinnützigen Pflegeeinrichtungen, das ist doch klar. Aber strukturell gesehen ist die Kommerzialisierung in der Pflege eine Gefahr für gute Pflege und ein Altern in Würde. Und die Zahlen des Senats sprechen da eine klare Sprache. Es gibt in Bremen und Bremerhaven, das wurde bereits gesagt, noch immer mehr gemeinnützige Pflegeheime. Sie machen 55% der Einrichtungen aus, die in gemeinnütziger Trägerschaft sind, im Vergleich zu 45% der Einrichtungen, die von privaten, meist überregional tätigen Unternehmen betrieben werden. Wenn wir aber näher ranzoomen, dann verändert sich das Verhältnis, wenn wir uns nämlich den Anteil der Betten anschauen, dann ergibt sich ein relatives Pari-Pari-Bild. Gemeinnützig betrieben werden 3.294 Betten, während es 3.408 privat betriebene Betten sind, also etwas mehr. Insgesamt werden in Bremen und Bremerhaven also etwas mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen in profitorientierten Einrichtungen gepflegt. Der Anteil der Privaten, auch das zeigt die Anfrage, ist stetig gewachsen und mit der Ausnahme von jeweils einer Einrichtung in Bremen und Bremerhaven, die zwar gewerblich, aber als Einzelstandort betrieben werden, sind die Betreiber überregional tätige, teilweise international tätige Konzerne, Holdings, Private Equity Fonds. Insbesondere letztere Unternehmensform ist auf kurzfristige Kapitalerträge ausgelegt, aber auch die anderen Konzerne betreiben die Heime ja nicht aus Interesse an Menschen, sondern wollen zuvörderst Gewinne erzielen. Wer glaubt, dass sich das nicht bei der Qualität bemerkbar macht, der irrt, strukturell, aber auch ganz konkret. Zwischen 2018 und 2022 gab es mehr als doppelt so viele Beschwerden, auch das ist bereits genannt, über private Pflegeheime, nämlich 441, über gemeinnützige Pflegeeinrichtungen waren es 197 Beschwerden. Und auch, das wurde gesagt, die festgestellten Mängel wurden überwiegend bei privat betriebenen Einrichtungen festgestellt. Da waren es nämlich 524 festgestellte Mängel, bei gemeinnützig betriebenen Einrichtungen waren es 188 festgestellte Mängel. Das ist fast das Dreifache und das, obwohl sie die Mehrheit der zu Pflegenden aufnehmen. Diese konkreten Probleme, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sind keine Zufälle, sondern sie sind der Struktur des Pflegesektors veranlagt. Und diese Struktur wiederum, die ist kein Zufall, sondern sie wurde genau so angelegt. Auch hier möchte ich ein bisschen nochmal zurückblicken. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter vor, das Jahr 1995. Denn wir müssen tatsächlich auch eine historische Einordnung des ganzen Pflegesektors machen. Die Pflege von Pflegebedürftigen war ja noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts
in Familiensache, also im Wesentlichen Frauensache. Und während in anderen Fachberufen teils jahrhundertealte Berufsstände existieren, existiert in der Pflegeausbildung, raten Sie mal seit wann, eine bundesweit normierte Pflegeausbildung. Ich bin ehrlich gesagt fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Seit dem Jahr 1969 gibt es erst eine bundesweit normierte Pflegeausbildung. Die Frauenerwerbsquote steigt seit einigen Jahrzehnten, das ist auch gut so, nach meinem Geschmack kann sie noch weiter steigen. Die Mobilität nimmt seit vielen Jahrzehnten zu in Familien, sie leben verstreuter und damit steigt aber natürlich auch die Nachfrage nach Pflegeplätzen. Gleichzeitig werden Menschen älter durchschnittlich, wir haben einen demografischen Wandel. Und jetzt gehen so langsam die Babyboomer auch noch in Rente. Das bedeutet, dass Prognosen sagen, dass bis zum Jahr 2036 ein Drittel aller Berufstätigen in Rente gehen wird. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist also bereits enorm gestiegen und sie wird auch weiter steigen. Mit der Zunahme der Pflegebedürftigen wurde 1995, auch das wurde bereits gesagt, die Pflegeversicherung eingeführt. Mit der Pflegeversicherung wurde einerseits eine Ausweitung der Leistungen vorgenommen, andererseits wurde der Pflegesektor liberalisiert und durch Leistungspauschalen auch ökonomisiert. Der dadurch entstehende Wettbewerb sollte Kosten senken und die Effizienz steigern. Dieses neoliberale Dogma geht ganz offensichtlich zu Lasten der Pflegenden und der Zupflegenden. Denn Sorgearbeit lässt sich ja nicht einfach auf Effizienz trimmen. Der Gradmesser leistungsfähiger Arbeit in der Pflege ist nicht die Produktivität, sondern gut versorgte Menschen. Das Mittel hierfür sind nicht höher, schneller, weiter, sondern Zuwendung und Zeit. Und dafür braucht man gutes und auch genügend Personal. Die Kommodifizierung in der Pflege, also ihre Warenförmigkeit auf einem Pflegemarkt, die konterkariert das. Und seit der Zulassung privater Anbieter drängen immer mehr Finanzinvestoren in den Pflegesektor. Private Equity Manager und Hedgefonds haben Pflegeheime als Anlageobjekte entdeckt. Der Grund dafür wurde bereits ausgeführt. Mit Pflege können hohe Gewinne erzielt werden, wenn man es richtig anstellt. Und das richtig aus dieser Perspektive bedeutet dann, dass auf Kosten der Pflegequalität, also auch auf Kosten der Einrichtungsbewohnerinnen und auch auf Kosten der Pflegekräfte zu machen. Die Strategie der internationalen Finanzinvestoren ist dabei relativ einfach. Sie kaufen Pflegeeinrichtungen, trimmen sie auf Effizienz, beispielsweise durch Personalabbau, Lohndumping, auch durch Einschüchterung von Betriebsräten, Betriebsratsvertretungen, Auslagerung von Bereichen wie Essen oder Hygiene, und verkaufen diese dann mit Gewinn weiter. Diese Praxis wird auch in den Antworten in der Großen Anfrage belegt. Die privaten Anbieter verfügen über deutlich weniger Personal als die gemeinnützigen Anbieter. Und dabei geht es nicht um den Pflegepersonalschlüssel, denn der ist gesetzlich normiert, sondern es geht um die zusätzlichen Pflegehilfskräfte, Pflegefachkräfte, Betreuungskräfte, die die Einrichtung einsetzen können und auch sollten, während in Bremerhaven alle in Bremen und in Bremen gut 60% der gemeinnützigen Einrichtungen ihr Personal damit aufstocken, verzichten gut 75% der überregional Tätigen und sämtliche der kleinen privaten Einrichtungen darauf. Das heißt, wir haben hier nur eine zusätzliche Personalausstattung in einem Viertel der privat betriebenen Einrichtungen. Kurz und gut, gespart wird auf gut Deutsch dort, wo man Geld rauspressen kann, und das ist nun mal die Versorgungsqualität, das ist beim Essen, das ist auch beim Personal. Und die Beschwerden und Mängel, die ich erwähnt habe, sind die Folge. Ja, Sie können jetzt Quatsch sagen, die Zahlen belegen es aber schwarz auf weiß. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einmal sagen, es geht hier nicht nur um Zahlen, es geht um Menschen, die dahinter stehen. Seniorinnen und Senioren, die Pflege brauchen. Und zum Teil, auch da haben wir bereits bei Buten und Binnen, bei offenen Briefen etc. gesehen, es geht hier tatsächlich teilweise um psychische oder körperliche Vernachlässigung, es geht teilweise um Gewalt, es geht um Fixierung. Auch das ist in den Antworten des Senats belegt. Niemand, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte seinen eigenen Lebensabend so verbringen und wir alle möchten nicht, dass mit unseren Angehörigen so
umgegangen wird. Es gibt die Kontrollstrukturen, die tatsächlich gegen Missstände vorgehen. Nur eine Wohn- und Betreuungsaufsicht und ein medizinischer Dienst der Krankenkassen kann gegen strukturelle Probleme auch nur anlaufen. Und wenn das Problem tatsächlich in der Struktur liegt, wie es die Zahlen nahelegen, wie es Studien nahelegen, wie aber weitere Forschung auch nochmal ergründen und erforschen muss, dann muss man doch tatsächlich sagen, wir können die WBA noch so gut personell aufstocken. Wenn das Problem im System liegt, dann muss man auch an das System ran. Da haben wir uns als Koalition viele Gedanken dazu gemacht und ich werde dazu auch nochmal in einen weiteren Redebeitrag kommen. Dankeschön. Kolleginnen und Kollegen, vielleicht wollen sich einige erst noch mal untereinander austauschen. Kollege Gottschalk hat ja eben noch mal die Finanzmarktmechanismen und Instrumente dargelegt und auch dargelegt, dass die, wie er gesagt hat, Heuschrecken, also die Finanzmarktakteure, in dem Fall die Private Equity Fonds, die private Anlagevermögen oder auch teilweise öffentliche sogar Anlagevermögen verwalten und Investitionsmöglichkeiten für sie suchen mit hohen Renditeversprechen, auch das wurde bereits gesagt, dass diese Private Equity Fonds auch in Bremen aktiv sind, das wissen wir. Das wissen wir aus öffentlichen Berichten, das wissen wir aus internen Berichten. Und wie diese agieren, auch das wissen wir, mein Kollege Gottschalk hat das eben nochmal gesagt, dass die Schulden für den Kauf auf die Pflegeheimbetreiber übertragen werden, während, und das haben wir auch im Antrag nochmal deutlich gemacht, die Erlöse durch den darauffolgenden Verkauf, die werden rausgezogen. Das ist das sogenannte Asset Stripping. Das haben wir in Punkt 2b, falls Sie das dort nachlesen wollen. Das heißt, das Pflegeheim selbst bleibt sozusagen durchrationalisiert in den Pflegeabläufen und in der Struktur vor Ort, bleibt aber auch finanziell belastet zurück, während die Profite, die damit erzielt wurden, rausgezogen werden durch das Asset Stripping an die Investoren und Investorinnen. Und genau das ist doch das Problem, weil das, was da rausgezogen wird, das wird doch dem System entzogen, was wir, und das ist Geld, was wir dringend in der Pflege brauchen. Und übrigens, das ist auch Geld, was wir bezahlen als Beitragszahlerinnen und Beitragszahler für die Pflegeversicherung. Das ist Geld, was wir bezahlen als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, was im Pflegesystem landen soll. Und was aber durch diese Systematik von Finanzmarktinvestoren am Ende des Tages häufig in Steueroasen landet. Und genau dieser Entzug von Mitteln, die in der Pflegeversicherung, im Pflegesystem dringend benötigt werden, genau diesen Entzug wollen wir mit unserem Antrag zumindest ansatzweise versuchen zu unterbinden. Da haben wir einige Möglichkeiten aufgezeigt. Es wurde vorhin reingerufen, ja, was sind denn die konkreten Vorschläge? Ich will das jetzt hier nicht alles im Klein-Klein nochmal vorbeten. Wir haben das, ich habe gerade schon gesagt, das Asset Stripping sollte statt des Asset Strippings, also des Rausziehens der Profite, sollten Investorinnen und Investoren, und die gibt es, das ist mir völlig klar, dazu verpflichtet werden, die Gewinne, die erzielt werden, innerbetrieblich zu reinvestieren. Dann würden das, was an Gewinn gemacht wird, und man kann jetzt darüber diskutieren, ob man mit so einem Bereich wie Pflege überhaupt Gewinn machen muss, diese Frage lasse ich mal außen vor, aber die Gewinne, die erzielt werden, die würden so in der Pflege bleiben und den Zupflegenden und den Pflegenden zugutekommen. Und genau da sollen sie auch sein und da sind sie auch richtig und dafür werden sie im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bezahlt. Ein zweiten Punkt, den ich noch mal herausheben möchte aus dem Antrag, ist der Punkt 3d. Es wurde bereits erwähnt, das ist die gesetzlich normierte Vorrangregelung für private Pflegeeinrichtungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Pflege gehört zur Daseinsvorsorge und ich finde, man kann, wie gesagt, darüber diskutieren, ob es private Anbieter braucht, vielleicht auch, um die Versorgung zu ermöglichen. Dass sie aber einen Vorrang haben sollen vor gemeinnützigen oder auch kommunalen Trägern, das erschließt sich mir nicht. Und auch die Problematik, und da können Sie sich noch so sehr echauffieren, ich habe hier nie gesagt, dass jeder einzelne private Träger irgendwie
miese Qualität anbietet, sondern ich habe von Anfang an, glaube ich, in meiner Rede deutlich gemacht, es gibt ein strukturelles Problem und dafür haben wir inzwischen genug Hinweise, dass es ein solches strukturelles Problem gibt. Dafür haben wir genug Hinweise aus Bremen durch die Antworten des Senats. Dafür haben wir aber auch genug wissenschaftliche oder journalistische Untersuchungen, die genau das belegen. Also wir wollen diese gesetzliche Vorrangregelung verändern. Wir wollen, dass hier tatsächlich die Gemeinnützigkeit im Vordergrund steht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja nicht so, dass wir nichts wissen. Es wurden bereits verschiedene Studien erwähnt. Ja, wir müssen noch mehr erfahren. Wir müssen noch mehr erfahren über den Pflegemarkt und seine Struktur. Aber wir haben auch in internen Sitzungen bereits einiges erfahren. Und Kollegin Grönert, da muss man nicht so tun, als wäre sozusagen alles unbekannt. Wir haben genug konkrete Beispiele erfahren. Und wenn Sie mich fragen, die Instrumente, die die Wohn- und Betreuungsaufsicht zur Hand hat, die sind vielfältig, die sind sogar relativ weitgehend und sie wurden bereits genutzt, um den, ich sag mal, schwarzen Schafen im Pflegesektor, die es gibt in Bremen, die bereits negativ aufgefallen sind, denen Maßnahmen aufzuerlegen, um die Bedingungen in der Pflege, die teilweise katastrophal waren, zu verbessern. Da geht es um Qualitätsmanagement, da geht es um Belegungsstopp, da geht es um weitere Maßnahmen, die auferlegt werden können. Was bisher nicht gemacht wurde, war zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Weil man Angst hatte, dass ein Pflegeheimbetreiber, wenn er eine Betreiberuntersagung bekommt, dass das Pflegeheim nicht weiter betrieben werden kann. In solchen Fällen, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss es auch möglich sein, einen Pflegeheimbetreiber zu sagen, hier geht es nicht weiter, an dieser Stelle ziehen wir eine Notbremse. Und selbstverständlich könnte man auch darüber nachdenken, ob in solchen Fällen auch eine Kommune oder ein gemeinnütziger Träger einspringt. Ich fände das sehr gut, um auch da an dieser Stelle vor Ort tatsächlich die schwarzen Schafe, die es gibt im Pflegesektor, zurückzudrängen und hier gemeinnützige und öffentliche Pflege wieder mehr Platz auf dem Pflegemarkt zu geben. Ich glaube, damit wäre allen gedient.